Sie steigen in einem stehenden Fahrstuhl auf die Waage. Ihr Gewicht beträgt 60 Kilogramm. Jetzt fährt der Fahrstuhl nach unten. Für einen Moment zeigt die Waage nur noch 50 Kilogramm. Die Freude ist nur von kurzer Dauer, denn während der gleichförmigen Bewegung des Fahrstuhls nach unten sind es wieder die gewohnten 60 Kilogramm. Der Schock kommt beim Abbremsen im Erdgeschoss. Für kurze Zeit zeigt die Waage jetzt sogar 70 Kilogramm. Wenn der Fahrstuhl steht, sind es aber wieder die gewohnten 60. Fazit: Beim Anfahren nach unten wird das Gewicht kleiner. Bei gleichmäßiger Fahrt ist es normal. Beim Abbremsen unten wird das Gewicht größer. Beim Stillstand ist es wieder normal. Umgekehrt sieht es aus, wenn Sie nach oben fahren. Dann ist das Gewicht beim Anfahren höher und beim Abbremsen geringer. Wenn man das Seil kappt, befindet sich der Fahrstuhl im freien Fall. Die Waage zeigt 0 an. Die Waage fällt sozusagen unter einem weg. In einem schwerelosen Raumschiff ist eine Waage ziemlich sinnlos. Sie würde ohnehin immer 0 anzeigen. Wird aber das Raumschiff beschleunigt, dann wird der Astronaut gewissermaßen auf die Waage gedrückt, so wie beim Abbremsen des Fahrstuhls im Erdgeschoss. In einem beschleunigten Raumschiff gibt es also eine Art künstlicher Schwerkraft. Den Zusammenhang von Beschleunigung und Schwerkraft zeigt auch folgendes Beispiel. Im gleichmäßig bewegten Raumschiff schwebt ein Ball. Jetzt zündet die Rakete die Triebwerke, sie wird beschleunigt. Dadurch holt der hintere Teil der Rakete den Ball langsam ein. Der Ball berührt schließlich den Boden der Rakete und prallt noch ein paar Mal auf, bevor er am Boden bleibt. Steht die Rakete auf der Erde auf der Startrampe, so sieht das Fallen des Balles genauso aus. Der Ball fällt zu Boden, prallt noch ein paar Mal auf und bleibt dann am Boden liegen. In einer Rakete gibt es zwei Uhren, eine an der Spitze, eine am Boden. In periodischen Abständen schießt unten ein Ball mit immer gleicher Geschwindigkeit heraus. Der erste Ball schaltet die untere Uhr an, der zweite schaltet sie wieder aus, der dritte Ball schaltet die Uhr wieder an und so weiter. Ist die Rakete in Ruhe oder bewegt sie sich mit konstanter Geschwindigkeit, sind die Abstände zwischen den Bällen für beide Uhren gleich lang. Die Triebwerke zünden, die Rakete beschleunigt. Während der Ball von der Uhr am Boden zu der an der Spitze läuft, bewegt sich die Rakete immer schneller. Die Spitze flieht gewissermaßen vor dem Ball. Der Ball muss stets eine längere Strecke zurücklegen, bis er die obere Uhr erreicht. Er läuft aber immer gleich schnell. Also braucht der Ball in einer beschleunigten Rakete länger, um die Uhr an der Spitze zu erreichen. Dadurch geraten die Uhren aus dem Takt. Die obere Uhr geht schneller. Während unten eine Sekunde zwischen den beiden Bällen verstreicht, vergehen oben 2 Sekunden. In einer beschleunigten Rakete geht die obere Uhr, oder besser die vordere Uhr, schneller als die untere bzw. hintere Uhr. Wie schon bei den vorherigen Beispielen, das gilt nicht nur für die Uhren, mit denen hier experimentiert wird, das gilt für die Zeit allgemein. Da nach dem Äquivalenzprinzip im vorangegangenen Abschnitt beschleunigte Bewegung und Schwerkraftfeld physikalisch nicht zu unterscheiden sind, laufen Uhren langsamer, je höher die Anziehungskraft ist. Das heißt, die Zeit vergeht langsamer, je näher man dem Erdmittelpunkt ist. Entsprechend gehen die Uhren im flachen ostfriesischen Emden langsamer als in einem Allgäuer Bergdorf. Dass die Zeit näher am Erdmittelpunkt langsamer vergeht, ist keineswegs nur kryptische Theorie. Man hat diesen Effekt gemessen, als von 2 exakt gleichgestellten Atomuhren eine für einige Wochen auf die Zugspitze gebracht wurde, während die andere Uhr im Flachland blieb. Beim Vergleich nach der Rückkehr stellte sich heraus, dass die Zugspitzuhr der anderen Uhr voraus war, also vorging. Allerdings sind diese Effekte so gering, dass man sie mit normalen Uhren nicht nachweisen kann. Übrigens herrscht hier, anders als bei der speziellen Relativitätstheorie, Einigkeit über die Effekte.
Beide Beobachter sind sich einig, dass die obere Uhr schneller geht als die untere. Konnten sich in der speziellen Relativitätstheorie die bewegten und die ruhenden Beobachter ständig in die Haare kriegen, für wen die Zeit nun langsamer verlaufe, die Masse zunehme oder sich die Strecken verkürzten, so vermeidet die allgemeine Relativitätstheorie den Streit. Ihre Aussagen sind für alle Beteiligten klar und eindeutig.